Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 23. April 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 994. Heute mit den folgenden Themen. TikTok, Update für die Fritzbox. Dann haben wir HomeKit Secure, AirTags, Ted Lasso. Und zu guter und letzter dann noch Bowers und Wilkins. Heute mal ein bisschen in Freestyle. Ich beginne mit Netatmo, genauer gesagt mit dem Stichwort HomeKit Secure. Nachdem die Innenkamera im letzten Jahr schon ein Update auf HomeKit Secure Video erhalten hat, hat jetzt auch die Außenkamera ein solches erhalten. Da freue ich mich drauf, eine solche besitzen wir nämlich und die kann jetzt auch in Apple HomeKit eingebunden werden und ist HomeKit Secure fähig, heißt die ganzen Videodateien liegen nicht beim Hersteller, sondern bei Apple auf den gesicherten Servern. Nicht, dass ich sagen würde, dass HomeKit-Kameras von Netatmo ungesichert wären, logischerweise also die Server dazu. Weiter geht's mit TikTok. Da steht man aktuell vor einer Milliardenklage, wenn es denn dann durchgeht. Die ehemalige britannische Kinderbeauftragte hat nämlich eine Klage eingereicht, weil das chinesische Unternehmen TikTok, also ByteDance, was mittlerweile aus Amerika gesteuert wird, aber der Mutterkonzern ganz viele Daten von Kindern, die sonst eigentlich im Social-Media-Bereich sondergeschützt sind, gesammelt haben und diese in Werbung umgewandelt haben und damit Milliardeneinnahmen gemacht haben, allein im letzten Jahr. Deshalb könnte es da nächstes Mal ein bisschen, wie sagen wir in der Schweiz, klöpfen. Es könnte knallen. Dann gibt es zu der Fritzbox 7490 das ältere Vormodell, ihr Flaggschiff von aus dem Hause AVM. Das hat jetzt ein Update bekommen und zwar auf FritzOS 7.26. Damit hat natürlich all die Funktionen von 7.25 gleich mit übernommen. Dazu gehören die Vorfahrt im Homeoffice, also Priorisierung einzelner Geräte. Das Fritzfunk kann die Wettervorhersage auf dem Startscreen anzeigen. Ist so way, wie ich immer finde. Aber ja. Die Leute stehen anscheinend drauf auf Wetteranzeigen, auf Smartphones, auf Wagen und überall und so weiter und so fort. Die weiteren Funktionen könnt ihr nachlesen auf daily.geektalk.ch bei der hinterlegten News. Dann gibt's weitere Neuigkeiten zu den AirTags. Eine Frage, die ich heute Morgen, gestern Abend, zumindest in den letzten 24 Stunden irgendwann mal auf Twitter gestellt habe, nämlich wie viele Geräte von diesen AirTags-Dingen kann man einem Apple ID oder einer Apple ID hinterlegen. Ich würde nämlich gerne so hunderte von Geräten auf der Karte sehen, die mit meinen AirTags rumsäckeln. Nee, sperrt's beiseite. 16 sind es an der Zahl, wie man mittlerweile rausgefunden hat. Auch ist ein bisschen genauer bekannt geworden, wie das mit der Familienfreigabe und dem Nichtverfolgen dieser funktioniert. Auch dazu gerne nachlesen, wer möchte. Und auch hier wieder eine weitere Neuigkeit, die noch vom Apple-Event hinten nachkommt. Ted Lasso, die zweite Staffel, die angekündigt wurde an diesem Event, startet per 23. Juli. Mist, das ist gleich außerhalb des kostenlosen Jahres meiner Frau von Apple TV Plus. Zu guter Letzt kam heute noch eine Neuigkeit vom englischen Hersteller Bowers & Wilkins, einem Audiohersteller von Boxen und tollen Kopfhörermodellen. Die haben jetzt endlich auch in ihr Kopfhörer ohne Kabel komplett, wie man sie halt kennt, diese kleinen Nupsis vorgestellt. Zum einen den Bowers & Wilkins PI5 sowie den PI7. Beide unterscheiden sich nicht allzu groß, aber dann doch wieder. Die Größe ist gleich, das einzelne Gewicht eines Nupsis auch. Einzig das Ladecase unterscheidet sich zwischen 47 und 61 Gramm. Der große Unterschied ist da, dass beim günstigeren, also beim PI5, kann einfach zusätzlich Akku mittragen, es kann eure Nupsis mit dafür versorgen und es hat die Möglichkeit von Wireless Charging, also was heutzutage eigentlich Standard ist, aber das Größere beim PI7 finde ich ganz cool, das könnt ihr als Streaming-Device nutzen. Ihr hängt das an eure Stereoanlage, an das Bordinstrument im Flugzeug, an einen alten Walkman, was auch immer und könnt dann das Ganze via Bluetooth an euren Kopfhörer streamen. Wie geil ist das denn? Des Weiteren hat es adaptives
APTX, ihr habt alle möglichen Unterstützungen von Bluetooth-Codex, Bluetooth 5.0, Treiber, 4 an der Zahl mit 4 Verstärkern integriert, 4 Stunden respektive 4,5 Stunden beim kleineren Modell und so weiter und so fort. Wasserdicht ist das Ganze und klanglich ist es natürlich dann auf der Ebene, was halt Bowers & Wilkins euch so liefert. Dazu übrigens im Mutterformat, im Geek Talk, gibt es eine interessante Interviewfolge, die ich führen durfte. Wer mag, gerne auch da. Der Link ist natürlich in den Shownotes drin, um mal ein bisschen kennenzulernen, wer Bowers & Wilkins ist, falls ihr die Firma überhaupt nicht oder schon länger nicht mehr auf dem Radar hattet. Das war's dann für heute und somit auch für diese Woche. Und ich wünsche euch noch ein schönes und ein erfolgreiches, ein erholsames oder wie auch immer Wochenende und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. In diesem Sinne, bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.